Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen neuen Stream. Es weht ein rauer Wind auf den Straßen von New Capenna. Ich habe das Gefühl, es braucht langsam mal wieder einen, der da wirklich durchgreift und wirklich die Zügel dieser zügellosen Stadt in die Hand nimmt. Und ich denke, ich kann dieser jemand sein, denn ich bin hart durchsetzungsfähig und wortgewandt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen an den Chat, dass ihr hier seid an diesem fantastischen Freitag, an dem wir heute mal Magic geschoben haben. Da, wo Magic ursprünglich hingehört, der Magic-Freitag, wie damals, wie früher, ist es wieder soweit. Wir spielen Magic natürlich heute und ein toller Tag, würde ich sagen, heute. Toller Streaming-Tag heute, kann man wirklich nicht sagen. Wir spielen Magic, dann gibt es heute noch den großen Kochstream mit Nils und das ist eigentlich der perfekte Abend. Schön, ihr kocht zusammen mit Nils und mir, kocht was Feines, dann habt ihr ein tolles Essen und dann geht's einfach ganz sämig. Mich samlos direkt über in Pen and Paper heute Abend, denn es geht weiter. Tor nach Carcosa Teil 2 findet heute Abend statt. Es wird großartig. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Fulminanter Cliffhanger am Ende des ersten Teils. Ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Wenn nicht, habt ihr die Möglichkeit, das heute noch nachzuholen. Und ansonsten geht es heute weiter. Endlich mal wieder Pen and Paper hier auf dem Sender. Und das findet heute Abend statt. Es wird großartig. Vielleicht ist es sogar der letzte Teil. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht findet das heute alles einen Abschluss. Herzlich willkommen, dass ihr am Start seid. Vielen Dank an den Raid von Exits 93 mit 60 Leuten. Die Exits Boys, die Exiteers sind am Start. Vielen, vielen Dank. Was habt ihr denn gemacht? Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr gemacht bei Exit? Der alte Lauser. Exit, der Alte, das ist mir einer, du. Ich weiß noch, wie ich ihn damals vor 16 Jahren am Strand von Ulaanbaatar kennengelernt habe. Kam da an mit so einem schönen Drink in der Hand, meinte, oh, ich habe hier so einen Gutschein, da habe ich 2 Drinks bekommen, willst du mit mir einen teilen? Und da ging es eigentlich los, unsere Freundschaft, die bis zum heutigen Tage reicht. Also, das ist mir einer, ein Hauding. Du, was ist mit den 50 Euro, die du mir schuldest? Schon langsam will ich dich mal wiedersehen. Ah, schön. Ach, Magic auch gespielt. Magic auch gespielt, habt ihr? Ach, cool. Wo ist Exit? Warum erzählst du mir sowas denn nicht, dass du auch Magic spielst mittlerweile? Schreibt mir da immer wieder hier Kinder und Frauen und jetzt meine Frauen wollen Kinder und meine Kinder wollen Frauen und hier und da und ich helfe natürlich so weit, so gut es geht. Klar, ich habe da viel Erfahrung, ich kann da hier und da ein bisschen in die Arme greifen. Aber dass er Magic spielt, hat er mir nie gesagt. Also das fand ich merkwürdig. Aber kein Problem, sehr gut, dann seid ihr schon warm, was Magic angeht. Jede Erwartung, die ihr von Exit mitbringt, zu mir, runter damit. Schön runter. Ah, schön runter, so richtig tief, wie so ein Stein, den man ins Meer wirft. So richtig, es geht immer noch tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Denn ich bin ein Casual Magic Spieler, ich spiele nur aus Spaß. Ich mag die Karten, ich gucke mir gerne die kleinen Bildchen an. Dafür bin ich hier und ansonsten schauen wir mal, wie es läuft. Capenna, der erste Draft lief ganz gut, sealed, da haben wir direkt 7 Siege geholt. Seitdem bergab, würde ich sagen. Ich habe auch ein paar Mal privat gespielt, ich mag das Set ganz gern bis jetzt. Aber es ist natürlich auch komplex und von Meisterschaft kann hier weit und breit noch keine Rede sein. Aber das kriegen wir schon hin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Kam die Nachbesprechung von dem Namen des Chats schon? Ja, kam gestern, kommt heute als VOD auf Rocket Beans TV. Kannst du aber auch unter vorherige Streams hier auf Twitch auf meinem Kanal angucken. Ist gestern passiert, hat viel länger gedauert, als ich eigentlich geplant hatte. 2 Stunden oder so haben wir gemacht, aber damit wurden hoffentlich auch die meisten Fragen beantwortet. Und schau dir das gerne an. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir fangen an. Wir haben auch ein bisschen Zeit mitgenommen. Ich habe heute ein bisschen Zeit mitgenommen. Ich habe Bock, vielleicht machen wir 2 Drafts. Vielleicht machen wir mal einen Sealed und dann einen Draft vielleicht. Sealed kann man immer nur am Anfang des Sets machen, wenn es neu rausgekommen ist. Deswegen ist das immer so ein bisschen dieses Ding, dass man da Sealed spielt, weil man es danach nicht mehr kann. Aber wir können auch schon mal direkt in Draft einsteigen. Was ist das denn jetzt? New Capenna, wir starten rein. Ihr kennt das Spiel, das ist ein Limited-Format, heißt, die ganzen coolen Magic-Karten, die ich Kindern auf dem Pausenhof abgezockt habe, kann ich nicht verwenden, sondern nur die, die ich hier bekomme in diesen Booster-Packs. Und aus denen muss was passieren. Und ja, wir schauen mal, in welche Richtung es geht. Wir haben hier Ziatoras Boxring, kommt getappt ins Spiel. Oh, mit den 3 Farben für Riveteers ist das. Das ist ein neues Set. Es geht um die
Gangsterwelt New Capenna, eine große Stadt, und da gibt es 5 verschiedene Familien, die alle eine 3-Farben-Kombination haben. Und das ist hier die Familie der Riveteers. Das ist Rot, Schwarz, Grün, wobei Rot die prominenteste Farbe ist, glaube ich, kann man sagen. Es geht um Kampf, es geht um schnell, es geht um verschiedene Sachen. Refugium, weit verbreitete Dieberei, ist immer, wenn du einen mehrfarbigen Zauberspruch wirkst, erzeugst du einen Schatzspielstein. Kannst du 5 Mana in allen Farben bezahlen, und falls du dies tust, kannst du die ins Exil geschickte Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und Refugium schickt immer eine der obersten 5 Karten ins Exil. Ja, der zweite Effekt ist natürlich schwer zu machen, aber wenn man Schatzspielsteine hat, dann kann man ja alle Farben nehmen. Aufstieg der Obscura mit 3 Farben. Und hier immer, wenn du einen Zauberspruch wirkst und falls sein Mana-Betrag gleich 1 plus der Anzahl an Seelenmarken auf dem Aufstieg der Obscura ist, lege eine Seelenmarke auf den Aufstieg der Obscura und erzeuge dann einen 2-2 weißen Geist Kreaturspielstein mit Flugfähigkeiten. Solange 5 oder mehr Seelenmarken auf dem Aufstieg der Obscura liegen, erhalten Geister, die du kontrollierst, 3 plus 3 plus 3. Boah, das ist sehr, sehr kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Man muss ja erst 1 Mana, dann 2 Mana, dann 3 Mana, dann 4 Mana, dann 5 Mana spielen. Ah, weiß ich nicht. Ah, das ist immer so, das sind diese Verzauberungen, die erstmal nichts machen, wenn sie rauskommen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aufhetzerei war, genau, das weiße Äquivalent von weitverbreitete Dieberei, auch Refugium 5. Und immer wenn du mit einer oder mehreren Kreaturen angreifst, erzeuge entsprechend viele 1-1 grüne oder weiße Kreaturenspielsteine. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Also für Cabaretti natürlich ideal. Und hier haben wir den allsehenden Schlichter für 6 Mana. 5-4 fliegend. Immer wenn er ins Spiel kommt oder angreift, ziehe 2 Karten und wirf dann eine Karte ab. Wow, wahnsinnig gut. Und immer wenn du eine Karte abwirfst, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, bis zu deinem nächsten Zug minus x minus 0, wobei x gleich der Anzahl an unterschiedlichen Mana-Beträgen unter den Karten in deinem Friedhof ist. Super. Also die ist sehr gut, würde ich sagen. Die ist gut, wenn du das passende Deck dafür hast. Du ziehst x Karten und verlierst x Lebenspunkte. Also blau und schwarz gefällt mir hier am besten. Vielleicht können wir doch noch was mit Obscura machen, aber irgendwie gefällt mir diese Karte nicht so gern. Weil das bringt dich halt immer in die Bredouille, ne? Weil das ist so eine Karte, du musst in einer bestimmten vorgefertigten Reihenfolge die Karten ausspielen. Und was ist, wenn du jetzt eine Karte hast, die 1 Mana kostet und eine Karte hat, die 4 Mana kostet? Sagst du dann, ich spiele die mit 4 Mana jetzt nicht aus, weil ich warte erst, bis ich die 2-Mana-Karte gespielt habe und dann die 3-Mana-Karte und dann die, oder spielst du die aus, dann ärgerst du dich, wenn du die 4-Mana-Karte ausgespielt hast, weil dann ziehst du eine und dann kriegst du deine Marken nicht. Ah, nee, ich glaube nicht. Wir schauen uns erstmal die mehrfarbigen Karten an, glaube ich. Gucken wir mal in die rechte. Wir schauen mal erstmal, ob wir irgendwelche richtig guten Sachen haben. Ja, geht. Zeugenschürze mag ich ganz gern, ist immer nett, Removal zu haben. Der ist natürlich super. Der ist auch nicht schlecht. In Schwarz haben wir kein Mord. Kein Mord leider. Was Removal Spells angeht, nicht ideal. Uff, das ist auch nicht so gut. Haut mich jetzt auch nicht um, Schwarz, um ganz ehrlich zu sein. Rot haben wir 2-mal strangulieren, das ist sehr gut. Goldhorn ist auch nicht schlecht. Das, oh, Profi anheuern ist auch nicht schlecht. Also Rot finde ich ganz nett hier. Das kann auch nett sein, jemandem einheizen. Showmagierin ist auch okay. Vielleicht wird es Cabaretti tatsächlich. Cabaretti hat ja auch Rot, ne? Weiß, Grün, Rot. Ja, Cabaretti mit vielen Schatzspielsteinen und so. Ja, 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 ja. Wir haben hier den mit Doppelschlag. Für die Familie. Wir haben den Preiskampf. Kriegen wir auch Schatzspielsteine. Passt gut zu Dieberei. Stadtgärtner. Zahl der Aufsteigerin ist auch nicht schlecht. Capenna Express, auch Schatzspielsteine, auch nicht schlecht. So, dann lass uns mal die mehrfarbigen angucken. So, hier haben wir, das ist Brokers, ne? Brokers, das ist Cabaretti, der Rocco.
wenn Rocco ins Spiel kommt und falls du ihn gewirkt hast, kannst du deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit Mana-Betrag X oder weniger durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Nicht schlecht. Cormella ist Maestros. Spontanzauberhexer reinzuwirken und wenn sie stirbt, bringen bis zu einer Spontanzauberhexer. Ist auch nicht schlecht. Zerbrochener Seraph ist Obscura. Langsam komme ich langsam rein mit den ganzen. Obscura haben wir ein bisschen. Aber ich finde, von diesen Aufstiegkarten ist das eine der schlechtesten, würde ich sagen. Brokers ist die beste, würde ich sagen. Mit der habe ich letztens gespielt. Kriegt am im Endsegment jede Kreatur eine 1-1-Marke. Jede Kreatur, die man kontrolliert. Super stark. Staatsdienerin. Ja, wenn wir vielleicht so ein bisschen um Schatzspielsteine und Kabaretti ein bisschen spielen. Kann das schon klappen, oder? Ich meine, wir haben leider nicht wirklich die wichtigen Kabaretti-Karten wie Liebling der Massen und so. Allianz kann eine Kreatur, die deinen Gegner kontrolliert, in diesem Zug nicht blocken. Ja. Also Rot gefällt mir gut. Da weiß ich noch nicht, wie gut das wirklich ist. Ich auch mit rein. Ja. Falls du vier oder mehr Kreaturen kontrollierst. Ja. Dame mit Begleitung, Allianz. Drei 2 für 2 Mana. Naja, gut, aber wie viele Spielsteine haben wir denn? Wir haben jetzt nicht richtig die Kabaretti-Massen hier eigentlich. Die ins Spiel kommt, lege 2 1-1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Ich meine, wir können natürlich, wenn wir so viele Spielsteine haben, also viele Schätze, können wir natürlich auch mal gucken, ob wir splashen können. Aber 2 blaue Mana ist zu viel zum Splashen. Ach, irgendwie würde ich gern Schwarz noch mit reinkriegen. Das Enchantment macht nur einen Schatz bei mehrfarbigen. Ja, das stimmt schon, aber ich hab, ja, du meinst, ich habe zu wenig mehrfarbige. Aber guter Punkt eigentlich. Überleg, was man noch splashen könnte. Gut. Ah, der ist schon echt stark. Ne? Oder wir spielen blau. Blau, grün, rot. Ist aber keine Familie, ne? Blau, grün, rot. Wir machen unsere eigene Familie. Weil weiß ist gar nicht so... Wir splashen vielleicht eher weiß. Weil weiß haben wir tatsächlich nur Rocco. Und Staatsdienerin. Warte mal. Lass uns mal weiß rausnehmen. Und wir... Ja, wir hauen einfach blau rein. Was brauchen wir noch? Krach auf dem Dach. Stark übersetzt. Das ist, da muss ich wirklich die deutschen Übersetzer loben. Krach auf dem Dach, großartig. Rooftop Nuisance, glaube ich, heißt die Karte. Obwohl Nuisance auch einfach ein tolles Wort ist. Staatsfeind. Alle Kreaturen greifen den Beherrscher der verzauberten Kreatur in jedem Kampf an, falls möglich. Puh. Ja. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Sollen wir den Rocco noch mit reinnehmen und die Staatsdienerin? Wie viele Bürger haben wir denn? Wie viele
Bürger. 4. Das ist auch nicht so viel. Nee, ist eigentlich okay. Ich mache hier meine eigene Familie. Vielen Dank übrigens an DopierK22 für den Sub. Dankeschön. 3 Stück von der, ey. Das ist auch krass. Ich meine, jetzt sind wir natürlich fast schon wieder in Obscura-Territory. Zerstöre eine Kreatur, dein Planeswalker mit Mana-Betrag 3 oder weniger. Mein Ding können wir auch ohne weiteres spielen, weil wir haben ja Blau und Grün. Der Boxring? Wäre auch eigentlich auch okay, oder? Wir probieren es aus. Ja, Dame mit Begleitung, weiß ich nicht. Ja, das wird schon. Kriegen wir schon hin. Vielen Dank an Azrael MK für den Sub. Dankeschön, let's go. Ey, ich mache hier meine, ich mach meine eigene Familie auf, die Valar. Ich mache die Valar-Familie auf, die Valars. Valars Ascendancy, Leute. Es gibt eine neue Macht hier auf der Straße, in den Straßen von New Capenna. Ich mache meine eigene Familie auf. Die Valar. Okay. Ja, das sieht ja super aus. Gut, dass wir den Boxring genommen haben, oder? Mal schauen, wie es läuft. Wir müssen nur in Zug 6 kommen und unsere Bomben spielen, dann haben wir es auch schon. Wie ist der Handcheck der Valar? Sehr leicht. Also sehr, sehr, sehr fischig, glitschig. Sehr, so wie so ein toter Fisch. So. Ey, was geht so? Jemandem einhetzen? Guck mal, wenn das keine Curve ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Erzeuge einen Schatz? Ja. Oder? 4, 5 Mana haben wir bald schon unseren allsehenden Schlichter. Und dann geht's richtig los, Freunde. Freunde und Kollegen. Ich schmeiß das mal zusammen, Freunde und Kollegen. Oh, den mag ich auch gern. Den Lichtbogenspucker. LBS genannt. Ist das heißer Solist? Das ist keine Hexerei. Ja, das muss heißer Solist sein, oder? Wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann eine andere Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, in diesem Zug nicht blocken. Falls dies das zweite Mal ist, dass diese Fähigkeit in diesem Zug verhindert wird, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Freiberuflicher Muskelprotz, auch ein herrlicher, herrlicher Name. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch direkt 4 Schaden machen, ne? Der kommt rein, der darf nicht blocken und ich mache direkt 7 Schaden. Das ist schon auch nicht schlecht. Ich mache safe 7 Schaden. Und kann den doppelt blocken, dass nicht beide sterben. Ja, die Karte ist natürlich eine Bombe, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich könnte direkt 7 Schaden machen. Ja, auf 11. Ich meine, der spielt schwarz-grün, der hat einen Removal-Spell. Ich mach das mal.
Ich glaube, der hat einen Removal-Spell. Der spielt schwarz-grün. Der ist schwarz-grün. Okay, vielleicht hat er doch keinen Removal-Spell. Er greift nicht an. Er greift auf gar keinen Fall an. Sonst kassiert er gleich nochmal 9 Schaden. Der kann nicht angreifen mit seinem Muskelprotz. Nie im Leben. Er rüstet vielleicht noch seine Kanone aus. Ah, der hat einen Mord, oder? Irgendwas hat der einen Removal Spell. Was werfen wir ab? Wow. Hier passiert eine Menge, Freunde. Hier passiert eine Menge. Stark, aber läuft gut. Ey, der heiße Solist, das ist echt nicht... Das ist echt kein Quatsch. Das ist echt kein Quatsch. Jetzt ist er weg. Na gut, aber jetzt habe ich Lethal in der Luft. Ich würde mal sagen, es gibt eine neue Familie, Nuka Penna. Wir sind die Valla. Und uns gehört diese Ecke jetzt hier. Ihr müsst verstehen, nur wenn ihr von der Lore hier wisst. Jedes Magic-Spiel, da geht es um eine Ecke in Nuka Penna. Und das ist jetzt gerade irgendwie die Ecke bei dem Kinderspielplatz mit dem Spinnenklettergerüst. Und die haben wir jetzt. Die gehört jetzt uns Valla. Das ist jetzt unsere Homebase. So, Ascendancy of the Valas. Stark. Let's go. Viele Ecken, ja. Mal gucken, wie viele Ecken wir kriegen. Heute. Ist es ein Fünfeck? Ist es ein Viereck? Welche Form nimmt das Hoheitsgebiet der Valar ein? Ah, der Solist war super. Und Schatzspielsteine sind auch gut. Gerade für teure Karten, ne? Weil natürlich, je höher die Mana-Werte sind, desto wertvoller ist jedes einzelne Mana. King Lino! Okay. Und der Boxring hat auch gut funktioniert, ne? Ah, aber der gibt kein Blau, ne? Na gut, also ganz so ideal ist es nicht. Ja, aber ich spiele ihn trotzdem aus, ne? Oh nee, komm jetzt nicht hier mit den quäkenden Sachen hier immer. Ich glaube, es könnte ein ähnliches Spiel werden wie gerade eben. Na gut, jetzt haben wir zumindest Blau. Das ist kein Spontanzauber, ne? Wir spielen gegen Grün. Das könnten Riveteers sein. Oder Gabaretti. Ein sehr ähnliches Spiel wie gerade eben schon, würde ich sagen. Nehmen wir Schatzspielstein oder wollen wir diesmal einen 1-1er nehmen? Weil wir haben genug Mana für 5. Ich glaube, in dem Fall nehme ich einen 1-1-Ling, oder? Ich glaube, ich nehme einen 1-1-Ling. Man muss variabel sein. Du musst immer variabel sein. So, Gebirge. Was kommt jetzt? Strangulieren? Nee, strangulieren ist nächste Reihe. Einen Profi anheuern, oder? Ja, ist die Frage, was ich würde ich abwerfen, ne? Also bei Knife habe ich schon immer Bock, was abzuwerfen. Fuck. Ich würde es wirklich sagen, ich werfe 4 ein Land ab. Ich will. Ja, ich weiß natürlich, ein Schaden in der Luft ist super gut. Aber ich will keine dieser Karten verlieren. Weil, wenn ich jetzt nochmal ein Land ziehe, habe ich echt einen schlechten Zug danach. Zeugenschutz ist wichtig und Strangulieren ist eigentlich auch wichtig.
Auch wenn er, glaube ich, einfach gerade andere Probleme hat, King Lino irgendwie. Da, glaube ich, gibt es eine Meuterei gerade im Bauernaufstand, GG. Du hast noch die Länder, die unterschiedliche Farben raussuchen. Ah ja, diese Homebases von den verschiedenen Familien. Danke für den Hinweis. Dass ich die übersehen habe, kann ich mir überhaupt nicht erklären. Aber es gibt hier auch Maulwürfe im Chat, glaube ich. Hier gibt es so Leute von anderen Familien, die hier Ärger machen wollen. Ah ja, Broker und Umnieter hatten wir. Die hat Wald und Insel. Und die haben Gebirge und Wald. Nehmen wir mal eins von jedem, würde ich sagen, oder? Und dafür kommt eins von denen raus. Stark! Danke für den Hinweis. Kriegt man auch immer einen Lebenspunkt dazu. Strangulieren ist wichtig, absolut. Jetzt gehört uns die Wippe. Yes! Uns gehört die Wippe. Nächstes Spiel geht um die Rutsche. Ah, gut. Guck mal. Vielen, vielen Dank in den Chat, dass wir hier schon mal direkt so eine vernünftige Karte hier bekommen haben. Das löst doch schon ein paar Mana-Fixing-Probleme. Wenn auch nicht alle. Gib nur von Schätzen erzeugtes Mana aus, um ihn auf diese Weise zu wirken. Aber Magic ist auch manchmal strange, ne? Also da heißt es einfach Nashornkrieger. Obwohl diese Art von Wesen ja anscheinend Rocks heißt. Weil bei anderen ist es einfach ein Fischmensch, aber die heißen irgendwie Sladithlele oder so irgendwie sowas. Oder was habe ich letztens gesehen? Persolon? Ganz merkwürdige Fantasy-Sachen. Tachibana, was ist los? Da hinten. Ja, ich wusste, dass die Rutsche nicht leicht wird. Ich wusste, dass es nicht leicht wird, die Rutsche zu erobern. Tachibana muss jetzt erstmal Rücksprache halten mit seiner Familie. Vielen Dank an Bademeister Nummer 2 von dem Prime Sub. Was ist mit Bademeister Nummer 1 passiert? Oh, ich glaube, das war eines der peinlichsten Sachen, die ich je als Kind gemacht habe. Wo ich immer noch, wenn ich zurückdenke, mir ist eiskalt und den Rücken vorbeiläuft. Und ich habe als Kind im Swimmingpool habe ich tot gespielt. Und wollte einfach so überzeugend, wie es geht, tot sein. Also einfach, dass man sich so nur treiben lässt und möglichst lange die Luft anhält. Und dann wurde ich halt einfach eiskalt vom Bademeister gerettet. Und es war halt in Italien so und ich spreche kein Wort Italienisch. Und man kann nicht sagen so, ey, scusi, vivando, ich lebe, Hilfe. Keine Chance so, einfach unangenehm. Einfach nur unangenehm. Vom Bademeister Nummer 2. Nee, das war, glaube ich, der Bademeister Nummer 1, der danach seinen Job aufgeben musste. Nee. Ist das Kabaretti oder was? Ist Tachibana gehört zu den Kabarettis? Die mögen wir ja gar nicht. Mit den Kabarettis haben wir gar keine guten Erfahrungen gemacht. Lange Finger. Bedrohlich. Immer wenn diese Kreatur im Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatzspielstein. Ja, sollen wir das Strangulare? Naja, oder wir spielen direkt den Rocks einfach, ne? Konjunkturpaket und Rocks. Oder? Konjunkturpaket. Das ist eigentlich eine Quatschkarte, weil... Ich greife an. Eigentlich ist das doch Quatsch. Ich meine, die Karte ist ja nur gut, wenn man immer weiter Schatzspielsteine erzeugt, oder? Aber das tue ich ja nicht.
Wow. Stark. Richtig stark. Richtig stark. Wow. Erstschlag. Fuck. Boah, okay. Das war ein katastrophaler Zug. Das war ein wirklich katastrophaler Zug. Wow, war das ein katastrophaler Zug. Meine Herren, ey. Ja, das, ich hatte mich auch voran. Ich glaube, die Karte muss raus. Ich glaube, ich habe irgendwie, ich habe überschätzt, wie viele Schatzspielsteine ich überhaupt in meinem Deck habe. Lange Finger ist eigentlich eine nette Karte, oder? Gearhead 17576, vielen Dank für den Sub. Ich hoffe, das ist deine Postleitzahl. Grüße gehen raus nach Berlin. Nach Brandenburg. Boah, ich glaube, da wäre ich der schlechteste Kandidat in einem Schätze die Postleitzahl-Quiz. Da wird sich auch niemand angucken, von daher passt das schon. Der flinke Dolch gibt aber nur Erstschlag, wenn er ins Spiel kommt, ne? Ja, der erste, also der zweite Absatz ist bedingt durch das erste Wenn. Wenn er ins Spiel kommt, erst überhaupt dann findet dieser ganze Absatz statt. Ich hab einen Combat-Trick! Ich hab einen Combat-Trick! Ich hab einen Combat-Trick. Gearhead 1 bis 17.575 waren schon vergeben. Es ist ein beliebter Name. Es ist ein wirklich beliebter Name. Wieso siehst du aus wie ein Handlanger vom Paten? Ey, ich bin der Anführer der Wallas. Der neuen Familie in New Capenna. Doch gesagt, dass er einen Combat-Trick hat. Warum glaubt mir eigentlich niemand? Das wird jedes Mal höher, das Geräusch, wenn man das mehrfach ausspielt? Stark. Ich will auch diesen Hut. Dieser Hut war tatsächlich Teil der New Capenna Box, die ich bekommen habe von Wizards of the Coast zu diesem Set-Release. Unter anderem waren da auch drin. Werkzeug aus Schokolade. Na klar. Lecker. Achso, oh, das hat jetzt ein bisschen BM. Das war jetzt ein bisschen BM, ne? Stark. Ey, hat er gut gemacht, Tachibana. Ey, die Rutsche ist vielleicht noch zu weit. Weißt du, wer abbeißt, muss auch kauen. Die Wallas, die wissen einfach, wo ihre Grenzen liegen. Und die sind einfach sehr niedrig, die Grenzen.
Aber du musst als neue Familie auf dem Parkett dieser Stadt einfach wissen, wohin du gehörst. Wo ist dein Limit? Damit kann man einbrechen und dann die Beweise vernichten. Sehr, sehr gut. Ja, ich brauche einen neuen Fall für Im Namen des Chats 3 in 9 Jahren. Er hat die Mordwaffe aufgegessen. Eine Insel bitte. Und ein Lebenspunkt. Läuft doch gut. Guck mal, ich lieg schon vorne. Ist der gut, der Stadtgärtner? Oh, Konjunkturpaket wollte ich noch raushauen eigentlich. Stark. Ist das Zeugenschutz schon? Kein gutes Gefühl bei dem Spiel wieder. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber gut, ich habe hier den Schlichter. Fuck. Schwarz, rot, grün. Ist das eine Familie? Was war Maestros nochmal? Schwarz? Rot-blau, glaube ich. Gut. Ich glaube, ich block hier, oder? Nee, dann überlebt der. Boah, ist das böse, ey. Oh, ist das ätzend, sowas. Ach, scheiße, das war's, glaube ich. Das war's, befürchte ich. Ich würde den eh nicht blocken. Ah, das ist gemein, so eine Karte. Die sind gemein. Ich meine, er hat jetzt halt sein No Translation Needed und ein 2-2. Ach du meine Güte. 5-5 Menace. Naja, gut, aber jetzt haben wir zumindest mal einen ordentlichen Blocker. Und jetzt bräuchten wir natürlich noch ein Land gerne und dann hätten wir schon. Aber gut, er kann zumindest mit dem anderen nicht angreifen. Passt schon. Shit. Naja, wir schauen mal. Schau mal, was noch drin ist.
bis zu deinem nächsten Zug. Oh, das könnte sogar sehr relevant werden, ey. Ich glaube, wenn ich den Zug überlebe, dann sieht es nicht schlecht aus. Okay, wir haben verloren. GG. Schade. Ich glaube, ich nehme Konjunkturpaket raus. Ich glaube, das bringt... Ich habe nicht so viel Schatzsynergie. Eigentlich habe ich ja nur diesen Leibwächter als Synergie, oder? Also das bringt ja auch nichts. Dann kannst du den auch einfach normal spielen, anstatt erst Konjunkturpaket und dann das andere zu spielen, oder? Lass das rausnehmen. Das können wir stattdessen reinnehmen. Krokodil. Von denen vielleicht noch, um uns ein bisschen den Rücken frei zu halten. Antagonisieren. Vielleicht so ein Combat-Trick. Mal was zu retten. Mach mal einen von denen rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht gut überlebe. Aber ich bin mir unsicher. Ihr merkt das. Ich bin unsicher. Okay, Rücken zur Wand. Werden die Waller so schnell von der Bildfläche verschwinden, wie sie gekommen sind? Werden sie ihren Stempel der langen Geschichte von New Capenna aufdrücken lassen oder sind sie nur eine der vielen Familien, die unter den dicken Schuhsohlen der anderen Familien zerquetscht wurden auf dem Weg nach oben? Biff. Perfekter Name. Die Tore zu New Capenna werden von Biff bewacht. Ja, ganz genau. Das wird Biff überhaupt nicht gefallen. Hier fährt übrigens ab und zu so ein kleines Auto durch. Achtet mal drauf, bitte. Den hätte ich schon ausspielen können. Ich habe ihn verwechselt mit Zeugenschutzprogramm. Die ich überhaupt nicht brauche. Kann ich den spielen? Ach so. Ja, geht doch. Noch zwei Mana und wir haben unsere Bomb. Dann ist alles machbar. Das wird schon. Geiselnahme. Da muss ich 7 Mana zahlen, ne? Das sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, 5 Mana, noch 1. Ah, ich glaube, das lege ich lieber auf sie selbst, oder? Mein, gut wäre es natürlich, die auf den Fisch zu legen. Wenn ich hier mit in den Fisch bekomme. Oh, 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 oh. Ich glaube, Capenna Express ist ganz nett, weil ich kann den ja noch tappen, ne? Kann nur nicht angreifen oder blocken. Stark. Oh! Sound ist weg. Oh, ich muss meine eigenen Gedanken hören. Nein! Oh, zurück. Zum Glück, der Sound ist wieder da. Für jeden Bürger, den du kontrollierst, eins weniger. What?
Soll ich angreifen? 6-6 Capenna Express? Fünf Mana. Wie wär's mit Dip Dip? Aber soll ich angreifen, ist die Frage. Naja, ich habe die Entscheidung eigentlich getroffen in dem Moment, in dem ich... Ich greife nicht an. Greif nicht an. Dass der Sound kurz weg war, wird Biff aber überhaupt nicht gefallen. Das stimmt natürlich. Oh, 5-5 Flieger. Stark. Warum hat ein Zug eigentlich keine Reichweite? Leute? Sorry? Warum kann ein Zug keine fliegende Kreatur blocken? Wer hat sich denn das ausgedacht? Also ich meine, hallo? Ach shit, ey. Dieser eine Drecksflieger und dann hast du verloren. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas machen, weiß aber nicht genau was, also mache ich irgendwas. Stark. Oh Gott, bin ich dumm. Oh Gott, bin ich dumm. Um Gottes, ey, die Wallers verdienen zu sterben. Meine Herren, war das dumm. Wow, war das dumm. Eieieiei. Aber ey, ich bin froh, dass wir den dümmsten Zug schon am Anfang rausgenommen haben. Ginny Fay. Oh, die kriegt immer ihre Tiere. Na gut. Ja. Komm, jetzt gib mir ein Land. Gib mir ein Land, bitte. Gut. Aber leider keine... Keine... Leider keine Inseln. Bitter. Kommt das Video zu im Namen des Chats, was wäre, wenn noch auf YouTube? Natürlich. Natürlich. So ein Video wird doch nicht einfach nur im Stream natürlich hochgeladen. Auf dem Rocket Beans TV YouTube-Kanal. Ja, bitter. Das ist eine ganz bittere Nummer. Das ist eine ganz, ganz bittere Nummer. Ganz, ganz bitter. Wie funktioniert dieses Spiel? Naja, es ist das alte Spiel der Straße. Die Familie, die sich bereit erklärt, über jedes Hindernis hinwegzuspringen, dem gehört die Stadt. Magic the Gathering ist ein 60 Jahre altes, sehr kompliziertes Spiel. Im Grunde geht es darum, dass man Länderkarten ausspielt und für jede und man kann diese Länder dann aktivieren. Für jedes aktivierte Land kriegt man einen Mana. Und damit kann man diese Karten hier ausspielen, die hier oben ihre Mana-Kosten stehen haben. Also ich habe aktuell sechs Länder, kann also Mana in der Farbe der Länder aktivieren. Und damit kann ich diese Karten ausspielen. Kreaturen zum Beispiel, die können dann angreifen und gegeneinander kämpfen. Und ja, das war's. Kann dazu noch Zauber ausspielen, Spontanzauber oder Hexereien. Also auch Zauber im anderen Zug des anderen Spielers. Es ist sehr kompliziert. Vielleicht kannst du ja sagen, welche Kartenspiele du schon kennst oder wo, ob du sowas
zum Beispiel Hearthstone oder sowas schon mal gespielt hast, dann kann man da vielleicht drauf aufbauen. So bei 0 ist immer schwer, wo man anfangen soll. Okay, 2 Siege, nicht ideal, bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch, ich bin kritikresistent, deswegen möchte ich nichts hören. Ich würde sagen, wir machen mal mit Draft weiter. Draft funktioniert so. Wir haben 3 Booster Packs gekauft, meine Freundin und ich haben uns 3 Booster Packs gekauft und die reichen wir jetzt immer herum im Kreis und jeder darf sich immer eine Karte davon aussuchen, sodass man am Ende alle Karten aus den Booster Packs aufgebraucht hat und jeder sich Karten gesammelt hat und daraus kann man dann ein Deck bauen. Das heißt, es ist egal, welche Karten du schon besitzt oder hast, du musst mit diesen Karten aus den Booster Packs dein Deck bauen. Deswegen heißt diese Art von Format auch Limited, weil man nur eine limitierte Anzahl an Karten benutzen kann. Komm, ich hau hier mal Gold raus. Das heißt, da es bei Magic oft so ist, dass die Karten gut zusammen synergieren, ist es sehr schwierig zu wissen, welche Karten man wählen soll. Weil man muss einerseits Karten wählen, die gut sind, aber die meisten Karten werden erst gut in Kombination mit den anderen richtigen Karten und man weiß ja nicht, ob man die kriegt. Es ist sehr kompliziert. Aber das kriegen wir schon hin. So, wir haben hier schon mal den Gesandten von Ziatora mit Riveteers. Trampelschaden. Spieler Kampfschaden zufügt. Aber wir haben auch Mord. Ich glaube, wir nehmen Mord. Virtuoser Illuminator. Umnieter Eintreiber. Kräftemessen der Rausschmeißer. Wer sind denn jetzt plötzlich die Rausschmeißer eigentlich? Sorry, aber... Habe ich was verpasst? Wer sind die Rausschmeißer? Ich dachte, die heißen Umnieter. Aber wir nehmen Mord. Los geht's. Raffines Meuchlerin. 3 Mana 1-1. Knife. Sie stirbt, erhält in der Kreatur in der Wahl, die ein Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Zuges minus x oder x gleicher Stärke. Okay. Quäther. Augurin der Qualen. Immer wenn du eine Karte ziehst, verliert ein Gegner in der Wahl einen Lebenspunkt und du hast 1 Lebenspunkt dazu. Okay. Aber inspirierende Aufseher ist natürlich sehr stark. Ich glaube, der wird's. Ja. 3 Mana, 2-1, Flieger und zieht eine Karte. Ist sehr, sehr stark. Die Wendetür, Opfer eine Kreatur. Zähle die Farben, die genau eine Farbe mehr hat. Schicke die. Oh Gott, das ist zu kompliziert, glaube ich. Protestmarsch, 5 Mana, Kreatur, die du kontrollierst, erhalten 2-1, 2-2. Bürger. Nochmal 1-1 obendrauf. Zähle die Farben der geopferten Kreaturen, die suche deine Bibliothek nach einer an, die genau eine Farbe mehr hat. Schicke die Karte ins Exil und mische dann. Moment, das ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Die genau eine Farbe mehr hat, Alter. Wie kompliziert kann es denn sein? Vampirschreiberin, 2-2 für 5 Mana fliegend. Immer wenn du während deines Zuges Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine... Oh! Wow! Wow! Okay, das ist krass. Immer wenn du während deines Zuges Lebenspunkte... Ah, gut. Immer wenn du während deines Zuges Lebenspunkte verlierst. Ja, wie viele Lebenspunkte kann ich denn kriegen? Ja, gut, da brauchen wir auf jeden Fall diese Länder, die uns was raussaugen und einen Lebenspunkt geben. Das wäre natürlich eine ultra harte Kombo, die beiden. Was haben wir hier? Die Maestro Scormella. Für Hexeran Spontanzauber. Bin ich kein Riesenfan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht nehmen wir mal Maestros mit rein. Insel, Sumpf, Gebirge. Nicht die besten Farben, Paragon der Moderne.
Naja. Nehmen wir es immer mit rein. Wir wissen ja nicht, in welche Richtung es geht. Hier lacht mich die Geiselnahme an. Ja. Ich nehme, glaube ich, nehme die Geiselnahme. Jede Art von Removal Spell ist schon mal gut. Bezahle einen Lebenspunkt. Kann gut sein mit der Schreiberin. Weil ich kann mir selber Lebenspunkte wegnehmen und dadurch die stärken. Auch als Combat-Trick, oder? Auch als Combat-Trick kann ich das jederzeit aktivieren. Der Gegner rechnet nicht damit. Ich mag den Gauner aber auch sehr. Ich glaube, es geht in Richtung Obscura. Oder? Bringe bis zu 3 Kreaturenkarten in der Wahl mit Gesamtmanabetrag 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück als Hexerei. Na, weiß ich nicht. Bis zu 3 Kreaturenkarten. Beschuldigen? Gefällt mir hier besser. Den kann man immer mit reinnehmen. Oh, den mag ich auch gern. Wenn es tatsächlich noch in Richtung Maestros geht, hätte ich den gern dabei. So, der ist einmal komplett durchrotiert. Warum nicht? Warum nicht? Zementschuhe, 3-3. Die muss man immer wieder aus- und anziehen, ne? Das war so das Ding. Okay, zweites Booster-Packel. Wir haben Ginny Fay. Wir haben aber auch nochmal die Vampirschreiberin. Vielleicht überschätze ich die. Ginny Fay kostet nur 3 Mana, ist aber sehr davon abhängig, dass man Token kriegt. Sonst macht die nämlich gar nichts. Aber wir haben auch noch einen Mord. Stark. Oh, Reservoir-Krake, stark. Ja, geil. Oder? Ich sehe nichts anderes, was man nehmen muss hier. Stark. Umnieten. -4/-4. Krabbelnder Butler check ich nicht. Lakai ist okay. Juwelendiebin ist sehr gut. Schwarz-Weiß-Grün oder was? Ah, Juwelendiebin ist gut, aber ich weiß nicht, ob ich Grün nehme. Wohingegen Schwarz nehme ich wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja, Removal Spell über alles. Sorry, es ist limited einfach. Es ist limited. Removal Spell über alles. Dafür können wir jetzt sowas liegen lassen, weil wir schon bessere Removal Spells haben. Die war auch recht stark gerade, ne? Du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Das passt sehr gut. Und wenn wir wirklich Esper spielen wollen, ist das auch ein guter Mana-Fix. Und passt gut zur Vampirschreiberin. Vielleicht rotiert die sogar noch einmal durch. Das wäre natürlich stark, auch wenn ich die vielleicht überschätze. Streitlustiges Tanzpaar. Die kriegen alle immer Lifelink und... oder First Strike. Mag ich. Ich will Lebenspunkte kriegen für meine Schreiberin. Darf natürlich nicht übertreiben. Die habe ich natürlich nicht in jedem Spiel. Aber ich finde das ganz gut. So, wir brauchen ein bisschen billigen Kram, glaube ich. Weil wir hier wahrscheinlich auch nicht alles nehmen können. Aber weiß und schwarz bin ich relativ sicher mittlerweile, dass es das wird. Gewinnanteil. Jetzt nochmal die Juwelendiebin. Ah, das juckt mich ja schon, ne? Die Juwelendiebin, um ganz ehrlich zu sein.
Ich meine, bei den ganzen Fischen und so, da ist natürlich die Anpackerin auch gut. Und bei den Fliegern. Komm, lass uns die Diebe nehmen, oder? Schwer zu sagen. Gefällt mir eigentlich gar nichts. Die haben wir beide schon, beschuldigen. Und die Mitternachtsassassine. Der Typ. Ja, könnte klappen, wenn wir vielleicht schwarz-grün spielen. Dann kann der sich selber reinsplashen. What the fuck, Leute? So spät noch ein Mord? Ja, nehme ich. Sorry, aber natürlich nehme ich Mord. Ich wähle Mord, klar. Und die Schreiberin ist da am Start. Stark. Also entweder ich überschätze die massiv. Oder meine Gegner haben hier keinen Bock, schwarz zu spielen. Den Trunk mag ich gern. Ich überlege aber auch gerade, weil das ist natürlich geil, dass ich den Lebenspunkt kriege, ne? Sumpf, Gebirge und Wald. Ja, das ist schon gut. Ist eine. Weil wenn wir zwei Vampirschreiberinnen haben. Mehr. Jetzt hier vielleicht sowas. Du verlierst zwei Lebenspunkte, buff die Schreiberin. Ich nehme es mit Reiner beschuldigen, habe ich schon. Wahrheit extrahieren. Opfert eine Verzauberung. Ja, gucken wir uns mal an. Rot spiele ich, glaube ich, nicht. Leichenexplosion. Der Stärke. Ja. Schildmarke. Doppelschlag. Verdorbener Genuss. Ich glaube, Geiselnahme brauche ich nicht. Ich habe dreimal Mord. Jeder Kreatur und jedem Planeswalker. Will ich das denn? Wir brauchen was Billiges. Wir brauchen was Billiges. Ja, keine Ahnung. Ja. Die ist gut. Die mag ich. Brauchen auch was Billiges unbedingt. Ich meine, Gördergoons will ich früher oder später auf jeden Fall auch haben. Ja. Ja, ich will Gördergoons. Verarzten, der Vogelbarkeeper, Kabaretti, Gebirge, Waldebene. Da brauchen wir gar nicht. Nur für den Lebenspunkt? Nur für den Lebenspunkt? Nee. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Nehmen wir jetzt eigentlich blau oder grün als dritte Farbe? Ich glaube, ich brauche Kreaturen, oder? Na, geht. Maestros hat Insel und Sumpf. Insel, Sumpf. Blau und schwarz. Aber habe ich jetzt grün eigentlich drin gerade? Ich habe mich, glaube ich, irgendwie verzählt mit den Farben. Lifelink ist natürlich gut. Gefällt mir auch gut.
Viper. Ah, ich weiß nicht, vielleicht wäre der andere besser gewesen. Schwarz, grün, rot. Verdopple die Stärke einer Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Weiß ich nicht, wie ich den einbauen soll, um ganz ehrlich zu sein. Aber der wäre schon cool. Eingeweihter. Oh, ich check mein eigenes Deck gerade nicht mehr so wirklich. Umnieter, Sumpf, Gebirge, Wald. Spiele ich jetzt eigentlich grün oder blau? Was check ich an Zementschuh nicht? Naja. Okay. Ich dachte mir schon, dass der erste Capenna-Draft so ablaufen wird. Sehr chaotisch. Genau im Kopf zu behalten, welche drei Farbenkombinationen man gerade spielt. Also. Aktuell haben wir halt wirklich einfach alle fünf Farben drin. Das muss aber nicht sein. Ich glaube, weiß, schwarz, blau ist stark. Was müssten wir dafür alles rausnehmen? So. So sähe dann unser Deck aus. 1, 2, 3, 4, 5. Cormella hätten wir dann nicht. Ja, und Farbe ist, wie viel Bock habe ich auf grün? Ja gut, da bräuchten wir zwei weitere Farben. Nee, wir spielen, wie heißt Esper nochmal? Obscura, glaube ich, ne? Nee, wir spielen einfach Obscura. Fuck it. Obscura mit Lebenspunkten. Das sind unsere Bombs. Zusammen mit Reservoir-Krake. Wir können die buffen. Ja, das funktioniert schon. Halt noch vier weitere. Wie viele Kreaturen haben wir so? 12. Na, das ist okay. Mehr wären natürlich besser. Na, die guten. Für die bräuchte man ein Rot. Aber. Warum? Zementschuhe. Also ganz kurz, lass uns kurz über Zementschuhe reden. Der Gag ist, du zahlst ein Mana, dann hast du die. Dann rüstest du die aus für zwei Mana, dann kriegt die Kreatur 3/3. Am Ende des Zuges zieht er die Schuhe wieder aus. Sodass er am Anfang des nächsten, zu Beginn des, dass er nicht getappt wird. Vor meinem Endsegment ziehe ich die Schuhe wieder aus. Dann, nächster Zug, ich ziehe die Schuhe wieder an. Kreatur kriegt 3/3. Vorm Ende des Zuges ziehe ich sie wieder aus. Das heißt, wenn ich will, dass die Kreatur jede Runde angreift, zahle ich jede Runde 4 Mana. Ne? Das ist die Idee. Das heißt, ich zahle 4 Mana dafür, dass mein Fisch jede Runde 4 Schaden macht. Statt nur einem.
Ausziehen an sich geht nicht. Du kannst sie nur einer anderen Kreatur anziehen. Ah, ich verstehe. Okay, verstehe. Also, es wird definitiv eine Kreatur getappt am Ende. Und ich kann ja nicht während seines Zuges die umziehen, sodass eine andere Kreatur nicht enttappt. Nee, das geht nicht. Sondern es muss definitiv eine Kreatur immer getappt sein. Das heißt, wenn ich will, dass mein Fisch jede Runde 4 Schaden macht, muss ich sowohl 4 Mana jede Runde zahlen, als auch eine Kreatur opfern, die durchgehend getappt ist. Oder auf eine Gegnerkreatur. Soweit ich weiß, kann man Ausrüstung nicht auf Gegner ausrüsten. Oder? Ich überlege gerade, ich meine, mit dem Fischen oder so ist es vielleicht nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt irgendwie hier keine vernünftigen Kreaturen. Mit dem Fisch würdest du ja eh nicht blocken wollen in dem Beispiel. Problem ist nicht, dass er nicht blocken kann. Das Problem ist, dass er nicht enttappt. Kreaturen, die nicht enttappen, können auch nicht angreifen. Es geht nicht um Blocken. Es geht darum, dass ich ja will, dass mein Fisch jede Runde angreift. Was er nicht könnte, wenn er nie wieder enttappt werden würde. Zweiter Teil ist hier wichtig. Die ausgerüstete Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Das ist das Problem. Das heißt, ich kann nur einmal angreifen. Das ist es nicht wert. Ja, ich bin so ein bisschen lost jetzt, weil ich alle Kreaturen, die ich gerne hätte, haben leider die falschen Farben. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, nur noch eine Farbe dazu reinzutun. Wie zum Beispiel, ja, entweder rot mit den beiden. Aber der ist nicht gut, weil ich keine Opfermechanik habe. Na gut, er selber kann opfern, aber ich habe jetzt auch nicht so die entbehrlichen Sachen. Aber so gut. Ich meine, Juwelendiebin ist richtig gut. Aber da habe ich 4 Farben im Deck. Und ich brauche 2 für die Krake. Die ist, ja. Ich brauche 2 für Mord. Ne? Dann habe ich 3 Mord auf der Hand, aber immer nur ein schwarzes Mana. Wobei sowohl Umnita als auch Maestros mir Sümpfe holen. Ist schon okay. Nee. Ich glaube, keine 4. Farbe. Wir machen jetzt erstmal keine Experimente. Ich nehme halt dann schlechte Sachen rein. Ja, den nochmal spielen wäre natürlich schon gut. Schwarze Kreaturen haben wir gar keine. Und der kann sich nur selbst splashen, wenn ich 2 seiner Farben schon im Deck habe. Ne, das ist ja nicht der Fall. Ich habe echt nicht genug Kreaturen. Na gut, so viele braucht man nicht. Ich habe ja 13, das ist ja schon okay. Ja, müssen wir uns halt durchbeißen mit... Da muss vielleicht doch die rein, obwohl ich die echt nicht so gern mag. Aber vielleicht muss die einfach rein. Vielleicht muss die auch einfach rein. Ja, wir sind halt recht teuer. Aber ich schaue es mir gerne mal an. Ich schaue es mir wirklich gerne an. Mit euch zusammen.
Ja, ich glaube, es ist. Ich glaube, vier Farben sollte ich erstmal. Also, hätte ich keinen Mord, hätte ich keine Krake, hätte man, glaube ich, drüber reden können, aber so nicht. So einfach nicht. So. Blau. Was haben wir hier? Cover ready. Das ist halt super langsam alles, ne? Morgen Kochstream mit Nils wird der Hammer. Der ist heute. Heute. Allein sowas, das kann mich halt schon brechen einfach, ne? Macht da 4 Schaden. Er wird jetzt halt jede Runde wahrscheinlich eine Kreatur ausspielen als Cabaretti und dann habe ich ein Problem. Weil soll ich blocken dann oder nicht? Oder soll ich jede Runde 4 Schaden kassieren? Kommt die Musik vom Spiel? Ja, die Musik kommt vom Spiel. Okay, cool. Keine Kreatur. Sieht zumindest so aus. Oder er rüstet sie sofort aus. Ah, shit. Oh, das ist ja furchtbar. Jetzt ein schwarzes Mana wäre natürlich jetzt eine feine Angelegenheit. Boah, das ist so ein erbärmlicher Zug, ey. Naja. Oblivion Bard. Aber eigentlich eine coole Karte, Flucht aus der Stadt. Weil er zieht im nächsten Zug. Ja, es ist ein Bounce Spell, der halt ihm im Zug ziehen kostet. Schon okay. 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 Können wir bitte dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaft nicht meine Handkarten sieht? Das, glaube ich, könnte belastend werden für mich vor Gericht. Herr Will, wie erklären Sie sich, dass Sie bei Minute 24,8 3 Mordkarten auf der Hand hatten? Ich schaue zu meiner Waller-Familie, die... mir keine Hilfe ist. Hat dieses Ding Effekt, den ich nicht check? Nee. Drei Farben sind schon Glückssache bei der Mana Base. Oh. Finde ich, habe einige. Ich habe auch ein bisschen Mana Fix dabei. Okay.
Okay. Let's go. Schauen wir uns mal an, wie weit wir kommen mit unserer Vampirschreiberin. Aber der kommt nicht ins Spiel, ne? Der faced nur raus, ne? Der triggert nicht alle Allianz. Vielen Dank an TomTom2Go. Vielen Dank für den Sub. Okay. Stark. Oh, das sieht nach Removal Spell aus. Zip-Zap! Ja. Vier Schaden sind nicht schlecht. Vier Schaden sind ein guter Zug. Und ich habe die Möglichkeit, meine Kreatur zu schützen, falls jetzt irgendwas Weirdes passiert. Und ich habe so viel Totschlag auf der Hand, dass mir da keine Probleme mehr bereitet werden sollten. Könnte ich jetzt blocken und dann rausphasen? Eigentlich schon, ne? Aber was passiert dann? Dann kommt kein Kampf zustande. Ich werde doch keinen Mord abwerfen, aber ich will meine Marke. Ich werf doch keinen Mord ab im Limited. Das ist doch Quatsch. So, und jetzt Doppelblock, Freunde. Jetzt motherfucking Doppelblock. Nee. Gut, dann nicht. Dann nicht. Ah, okay, er rüstet die Dame aus. Greift an, stirbt. Auf mysteriöse Weise. Wir wissen nicht, wie derjenige gestorben ist. Ja, es wäre ein zweiter Sumpf, wäre halt noch ein Traum. Träumele. Absoluter Traum. Okay, spannend.
Ja. Kommt da noch ein Combat-Trick von ihm oder was? Schade, mein Freund. Schade. Schade. GG. Yes! Da gab's leider einen ganz unglücklichen Unfall mit der Kreatur gerade. Ah, die ist gerade ganz blöd gestürzt, leider. Ihr kennt das ja, man läuft so und dann rechnet man nicht, dass der Bordstein so hoch ist und dann ganz blöd gefallen. Oh, Mensch. Das tut mir wirklich leid für die Familie, aber wie wirklich beim besten Willen, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier im Gerichtssaal sitze. Das ist eine ganz blöde Situation. Bin da mit dem Auto vorbeigefahren, aber also das ist ja, wie gesagt, wie viele Autos fahren da pro Minute vorbei an dieser Straße? Da ist viel los. Und also deswegen ganz blöd. Ich weiß auch nicht, warum ich mich selber verteidigen muss. Mein Anwalt, ich warte immer noch. Der wollte eigentlich bis 13 Uhr hier sein, aber gut, der wird noch kommen. Die Wallers haben die besten Anwälte der Welt geschmiert. Ganz ungünstig. Blöd. Also weiß auch nicht, warum da genau der Mülleimer und dann, also, naja. Das lief einfach blöd, muss man sagen. Blöd. Blöde. Timmy, 38233, vielen Dank für den Sub. Letztens dachte ich eigentlich, dass die 3-Zahlen-Twitch-Namen in Mode wären, aber anscheinend haben die 5-Zahlen-Twitch-Namen die übernommen mittlerweile. Also es geht rasant auf Twitch. Da denkt man, man hätte mal so einen Modetrend verstanden. Zack, ist es schon wieder eine Zahl mehr. Der Staatsanwaller, Leute. Yes. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. Naja. Na okay. Wird schon. Wird schon. Gibt's noch eine Insel? Nope. Sumpfgebirge. Sumpfgebirge, Waldner ist jetzt. In unserem Sumpfland, wo ich herkomme, gibt es jetzt nicht so große Auswahl. Naja, das geht sich schon aus. Das geht, das passt schon. Sauber. Geiselnahme? Ja. Ich will schon genug Mana haben für das streitlustige Tanzpaar. Ich glaube, das ist eine coole Kombo. Wenn ich jetzt das und das ausspiele, dann habe ich, glaube ich, einen starken Angriff. Einen sogenannten SA. Gut, keine gute Abkürzung an der Stelle. Naja, verdammter Genuss, ne? Also ist natürlich eh gut, die Karte jetzt erst spät zu spielen, damit man da erst die spät spielt, damit man da auch Karten im Friedhof hat, ne? Ist eine klassische Variante. Ich überlege gerade, Geiselnahme und die Fähigkeit. Ah, ich würde 3 Schaden machen, ne? Das mache ich natürlich als Spontanzauber einfach, weil ich ein cooler Typ bin. Uff. Auf einen Sumpf.
Verzweiflungstat, würde ich eher sagen. Uff. Oh, es war kein guter Zug für ihn. Ja, das ist eine solide Karte, kann man nichts sagen. Ist zwar blöd, dass ich die Tokens auf der Fechterin verschwende, aber ich habe noch mehr Kreaturen im Deck, glaubt mir. Ich habe ein Counterspell. Ich habe ein Counterspell. Stark, stark. Ist das eine gute Karte eigentlich? Ich überlege gerade. Eigentlich ohne den zweiten Satz ist es doch eigentlich... Ich meine, ich spiele eine Karte aus, ziehe zwei und werfe eine ab. Also habe ich doch danach genauso viele Karten wie davor, oder nicht? Da muss jetzt aber was kommen, oder? Gibt's Flash? Nee, ne? Erstschlag ergibt hier keinen Sinn. Also, es gibt schon Flash, technisch gesehen, aber... Moment, aber das war jetzt kein Sleep with the Fishes, ne? Das war jetzt nur ein exotische Haustiere. Also es ist kein Removal Spell. Okay. Peng, peng. Okay. Also, diese Geiselnahme hat sich, glaube ich, echt gelohnt auf dem. Ich meine, jetzt hat er genug Mana, um ihn freizukaufen. Ah, da kommt Sleep with the Fishes. Dachte ich mir doch. Aber okay, ist in Ordnung. Ich glaube, ich spiele das. Sechs. Sumpf oder Bühne der Maestros? Habe ich nicht eine Karte irgendwo, wo der Gegner Verzauberung opfern muss oder so? Weiß ich gar nicht. Oh, die fliegt? Wow. Cool. Super, da hatte ich ein Problem gelöst. Stark. Wie kommt es, dass du auf Deutsch spielst, aber die englischen Kartennamen sagst? Naja, das ist ja wie so oft bei international vertriebenen Spielen, dass sich Englisch ein bisschen als internationale Sprache durchgesetzt hat für dieses Spiel, sodass, wenn man zum Beispiel Streams von anderen Leuten schaut oder so, dann benutzen sie halt die englischen Namen. Und ich höre auch zum Beispiel Podcasts über Magic oder schaue Videos über Magic und da werden halt immer die englischen Kartennamen gesagt. Und deswegen kriegt man die auch immer so ein bisschen mit. Außerdem spiele ich immer in Köln. Wenn ich in Köln spiele, spiele ich immer auf Englisch. Das ist so wie bei Warcraft oder bei Counter-Strike oder so. Da sagt man ja auch Flash. Halt einfach als Fachsprache für das Spiel, wo sich Englisch etabliert hat. 7 Mana. 5 plus 3 ist größer 7.
einem gewissen Punkt macht der Typ viel Schaden, ne? Plus 4 ist 7. Ich glaube, dann warte ich, bis er seinen Mana ausgegeben hat für seinen Lifelink und dann gebe ich ihm den Vogel wieder. Glaube ich. Aber eigentlich war es dumm. Weil je früher man die spielt, desto besser. Ah, weiß ich nicht genau. Mittlerweile kann er mich totblocken, ne? Interessantes Spiel. Aber dieser eine Zug, den wir gerettet haben, oder fast zwei Züge durch den Eingeweihten, weil in dem Zug, in dem er ihn ausspielt, kann er nicht angreifen. Der hat jetzt schon was bewirkt, würde ich sagen. Und jetzt kriegen wir halt jede Runde 1-1 Marken, weil er uns angreift mit seinen Fischen. Das ist schon auch nicht verkehrt. Nee, wenn ich in meinem Zug Schaden kriege, ne? Ah ja. Klar. So, ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen ballern, oder? Die ist ja viel schlechter, als ich dachte. Ich dachte immer, wenn ich angegriffen werde, kriege ich Lebenspunkte dazu. Das wäre ja viel zu krass. Ja, ich glaube, die habe ich stark überschätzt. Ich habe mich schon gefragt, warum die niemand genommen hat. Die sind unspielbar. Da, sowas mag ich gar nicht gern. Unspielbar. Ich glaube, jede Karte kann in jedem Set, in jedem Deck irgendwie gut eingesetzt werden kann, wenn man viele Möglichkeiten hat, die zu verbessern. Das finde ich immer ein bisschen arg langweilig, einfach zu sagen, die Karte ist unspielbar. Aber völlig okay, kannst du ja machen. Aber das finde ich immer so ein bisschen, da finde ich, ist Magic spannender als das, was du gerade suggerierst. Als dass man einfach... Ich meine, es gibt wirklich unspielbare Karten, aber die... Weiß nicht, ob sie dazugehört. Sieben Mana, 5 plus 3 klappt nicht. Auf der anderen Seite wird das eine 6, 5, 3, 4, 5. Ich glaube, das ist die beste Kombination. Wenig ermorden würde, wenn er jetzt wirklich blockt. Zwei, drei, vier, fünf. Wir nehmen den auf jeden Fall vor. Spielsteine sind, glaube ich, ab jetzt relativ egal. Ich glaube, ich töte echt so einen Fisch. Wir rechnen nochmal nach. 1, 2, 3, 4. Die versuchen auszuweichen!
Habt ihr gesehen, wie die versucht haben auszuweichen? Wahnsinn. Cool. Wow. Okay. Das ist schon nicht schlecht. Anscheinend gab es ein Missplay. Fische hättest du eh kalt gemacht. Ihr habt recht, war ein Fehler. Aber ist okay, passiert. Das ist nicht so gut. Jesus. Alter, kann halt nie angreifen jetzt, ne? Jetzt kann ich angreifen. Ne? Er hat nur noch 2 Mana, er kann ihn nicht mehr aktivieren und würde durch den sterben. Das ist eine Hexerei! Ach Gott, bin ich dumm. Naja, gut. Mach keinen Unterschied, das ist einfach richtig dumm, ey. Ich dachte, ich könnte meine Kreatur retten. Nein, er kann noch Mana aktivieren! Ich hab nichts mehr! Ich hab gar nichts mehr! Aber ich krieg trotzdem Lebenspunkt. Der lebt wieder! Oh Gott, ich dachte, der ist... Ich bin der dümmste Mensch der Welt einfach. Ich bin einfach der dümmste Mensch der Welt. Sehen wir es ein. Sehen wir es doch einfach ein. Meine Herren, war das dumm. Wie krass ist diese Karte denn eigentlich? Was? Ach! Ja. Ich hatte leider irgendwie, ich war leider gerade nicht im Raum, als der sein Lösegeld abbezahlt hat, glaube ich. Schade. Schade. Glaube ich, ist das technische Wort dafür. Haben wir diesen Paragon eigentlich auch? Weil ich glaube, ich habe die Schreiberin ein bisschen überschätzt. Ich dachte, ich krieg auch, während deines Zuges Lebenspunkte verlierst. Ja. Kann man die noch irgendwie verstärken? Damit zum Beispiel.
Lass uns mal die rausnehmen hier. Ja. Jetzt ist perfekt. Jetzt ist perfekt. Mana ist jetzt nicht mehr so wichtig. Sätze, die man bereut. Ja. Völlig richtig. Wird aber nicht aufgezeichnet, oder? Das ist nur live, ne? Das ist nicht aufgezeichnet. Oder? Ist nicht auf... Es wird aufgezeichnet! Oh, wenn meine Eltern das sehen, ey. Nee. Nee, dann darf ich mir das wieder wirklich irgendwie schön beim Osteressen wieder anhören. Warum hast du nicht? Du hast doch gesehen, er hat Lösegeld bezahlt für 7 Mana und dann konnte der blocken. Warum greifst du denn da an? Ja, Mama, ich weiß, ja. Papa hat das Screenshot ausgedruckt. Ja, also guck mal, da kann man es ja nochmal genau sehen. Also der hatte ja so viel Mana, dass er da nochmal plus 1 machen konnte. Und dadurch hattest du ja gar nicht genug Schaden auf der Kreatur. Ja, Papa, das ist jetzt 6 Monate her. So, los geht's, Caro. Doch wieder 3 Zahlen. Ah, guck, da ist das Auto. Das ist so cool. Ah, das Auto ist so klein. Das ist einfach witzig. Ne? Kleine Autos sind lustig. Das ist einfach das 1x1 der Comedy. Kleine Autos sind lustig. Grün-Rot, unlizenzierter Leichenwagen. Stark. Unlizenziert ist auch so ein geiles Wort. Ich habe auch mal eine DVD bestellt im Internet und zwar eine Dokumentation über J.K. Rowling. The Unlicensed Documentary. The Unauthorized Documentary. Also hat nicht ihre Erlaubnis bekommen, dass man eine Doku über sie macht. Das war auch, glaube ich, die schäbigste DVD, die ich je gesehen habe. Da war, ist einfach so ein Typ in den Ort gegangen, wo J.K. Rowling geboren wurde und hat da einfach Passanten befragt, so, hey, wie ist das eigentlich, mit einer der erfolgreichsten Autorinnen der Welt in einem Ort geboren zu sein? Und die Leute sagen so, ach echt, krass, die ist von hier? Ja, okay. Und jemand anders sagt so, ja, cool, dass sie von hier ist. Ich hab die nie kennengelernt, aber ja, okay. Und das war die ganze Doku. Das war's. Einfach nur Passanten befragt. Aber unauthorized. J.K. Rowling hat das gesehen und gesagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Was kann jetzt hier noch passieren, Kollege, für ein rotes Mana? Worauf warten wir gerade? Hat der... Strangulieren ist eine Hexerei. Kannst jetzt nicht spielen. Bemannen geht auch nicht, weil der nur eine Stärke hat. Was... Worauf warten wir gerade hier? Streitlustiges Tanzpaar. Ja, bei mir wird es auch zum Streiten kommen, wenn meine Partnerin zum Tanzen einfach ihr weirdes Kunstinstallationsprojekt, ihren Airbrush mitgenommen hat zum Tanzen. Schatz, wir wollten noch tanzen gehen, warum hast du denn Airbrush dabei? Ja, ich weiß nicht, da kann man irgendwie so gleichmäßig Farbe auftragen. Das habe ich verstanden, aber warum bringst du es zum Tanzen mit? Da hat jemand lange Finger! Den Leichenwagen-Tab. Schicke bis zu 2 Karten in der Wahl aus genau einem Friedhof ins Exil. Ah. Ah, der will immer Sachen... Jetzt verstehe ich. Der will immer Sachen ins Exil schicken. Ich würde hier gerne jetzt eine Geiselnahme durchführen, bitte, Herr Wachtmeister. Ich würde gerne eine Geiselnahme durchführen. Parallel hätte ich gerne einen Sumpf. Ich glaube, die arme Caro zieht keinen Mana. Komm, auf geht's, Caro! Bitte, Caro!
Caro, bitte! Aktiviere doch die Fähigkeit irgendwann mal, dann ist gut. Jedes Mal, Caro. Ey, wenn es jetzt jedes Mal 10 Sekunden dauert, 5 Mal pro Zug, 10 Züge pro Spiel, sitzen wir morgen hier. Ach, die Arme zieht kein Mana. Keine Länder für Caro. Das ist bitter. Das ist so bitter. Oh, Caro hat heute einen müden Tag, oder? Heute hat sie einen müden Tag. Meine Herren, was ist denn da los, wenn du die letzten 4 Züge nichts ausspielen konntest mit 2 Mana? Ey, du kannst dich angreifen. Die Entscheidung habe ich dir abgenommen. Stark. Jetzt greif an. Komm, und hol dir deinen Schatz und los geht's. Komm. Vorwärts. Ja! Na also, jetzt haben wir's doch mal. Wunderbar. Ich könnte ihn rausphasen, aber dann kriegt er eine 1-1-Marke. Das will ich nicht. Oh, aber, ey, Tanzpaar meets Vampirschreiberin? Bonjörnchen, sage ich da mal. Pam! Immer wenn du während deines Lebens, deines Zuges Lebenspunkte dazu hältst, heißt, wenn ich mit beiden angreife, beide Lifelink, ich krieg 2-mal Lebenspunkte, krieg 2 Marken pro Runde. So viel zum Thema unspielbar. Oh. Da bin ich verloren. Jetzt geht's los. Jetmir ist Problemlöserin. Wäre natürlich jetzt auch First Strike eine Möglichkeit. Nee, kann er nicht blocken. Oh, das wird ein Traumzug. Das wird ein Traumzug. Seid dabei. Leute, ihr seid anwesend. Ihr seid anwesend während des Traumzugs. Leute, ihr seid anwesend während des Traumzugs. Ne, er hat 2 Mana, da kann schon noch was passieren. Ja, dann wird er zu einer 4-4. Das ist okay für mich. Na gut, was heißt okay? Wollen wir. Caro, du hast... Okay. Fuck. Okay. War ich doch kein Traumzug. Sechs Mana, 5. Nee. Oh. Soll ich Lifelink machen und dann Ups schreiben? Nein, das wäre. Oder oh, oh, hoppla. Lebensverknüpfung. Florentin wird langsam ein Toxic Magic Spieler. Wieso das denn? Hast du das Gefühl, ich werde toxic? Ich fühle mich. Ja gut, aber gut, wenn man selber toxic ist, merkt man es auch nicht. War das jetzt so schlau, dass ich mir selber die 3 Lebenspunkte verwehrt habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Vampirschreiberin hat eine sehr gute, große Zukunft für sich. Mit dem Sperrposten der Umnieter plus Lifelink hier, das wird eine feine Sache.
Erst Mörder und dann angreifen. Völlig richtig. Ich dachte mir ein bisschen... Leute, lasst mich erklären. Ihr könnt gerne Misplay schreiben, könnt ihr gerne den ganzen Tag schreiben. Aber ich dachte, vielleicht gibt es eine gewisse Chance, dass er doppelblockt. Weil er mit einem Combat-Trick rechnet und deswegen doppelblockt. Dann dachte ich, wenn ich ihn ermorde, dann stirbt der andere auch noch. War falsch, müssen wir nicht drüber reden. Nur als kleine Entschuldigung, als kleines Gnadenangebot, bevor ich vom Misplay-Gericht zerfetzt werde. Aber das war einfach meine Überlegung, die falsch war. Aber Caro, ey, dafür, dass sie 2 Mana hat, kommt sie weit, muss man echt mal sagen. Wo kommen eigentlich ständig diese Schatztoken? Ah, von Lange Finger. Ja. Solche Sachen braucht man, damit solche Decks funktionieren. So teuer, ey. Meine Güte, die kannst du nie ausspielen. Fast so, als könnte man sie nie ausspielen. Nee, ich glaube, ich spiele die... Ja. Greif nur mit dem Tanzbar an mit Lifelink und dann kriege ich meine Lebenspunkte. Nee, die greift nicht an. Ich weiß, es ist verwirrend, Caro. Die hat Lifelink bekommen, greift aber nicht an. Das ist, ich weiß, ich verstehe den, ich verstehe das Problem. Naja, gar nicht so wild, oder? Ich meine, klar, 5 Mana, 4 Flieger, mit Umwegen, aber kriegt man schon alles hin, kriegt man schon alles hin. So, jetzt geht's los, 3 Länder, Caro. Der Leichenwagen wird langsam gruselig, ne? Aber schade, dass hier nicht einfach steht, wie viele Karten er schon ins Exil geschickt hat. Warum kann das denn hier nicht einfach stehen? Weil... Das verstehe ich leider nicht. Weil sind es 3? Es sind 3, ja, okay. Man kann sich's hier angucken. Aber trotzdem, warum steht's hier nicht einfach? Kleine Kritik hier an diesem sonst sehr gut durchdachten Videogame. GG. Was für ein Spiel, oder? Was für ein Prunkstück von Spiel. Also, herrlich. Also, wenn ihr wirklich... Also, um die Schönheit von Magic zu begreifen, muss man sich dieses Spiel hier angesehen haben. Ihr habt Magic nicht gelebt, wenn ihr nicht dieses Spiel gesehen habt. Das war wirklich, also... traumhaft. Da wartet sie ihr ganzes Leben auf ein drittes Land und dann hat sie es und dann gibt's sie auf. Es ist Caro. Ihr kennt Caro. Dylan Liu. Mit dem können wir uns einen Sumpf holen, geil. Ja, das wird schon. Das wird schon. Das wird schon.
Schwarz ist eh die beste Farbe. Guck mal, ich habe jetzt nur noch einen Sumpf im Deck. Also, dass ich weitere Sümpfe ziehe, ist sehr unwahrscheinlich. Also ziehe ich die andere Farbe mit höherer Wahrscheinlichkeit. Schau dir das mal an. Oh, die ist gut, die Karte. Die ist gut. K-A-D-D-E. Das ist eine gute Karte. Aber ist sie gut genug, um ermordet zu werden? Wow. Ciao, Mord. Was haben die Leute gegen Mord eigentlich, oder? Warum hat Mord so einen schlechten Ruf? Kann mir das jemand erklären? Warum... Also, sorry, aber warum... So, das ist mal ein vernünftiges Obscura-Deck, nicht diesen Schwachsinn, den ich jetzt zusammen gedraftet habe. Das hat Hand und Fuß, jetzt wird gleich kneift ohne Ende, dann kriegt er seine Marken. So muss es sein. Ich mag Mord. Ah, das ist doch mal eine gute Botschaft. Ist doch schön, dass sich auch jemand mal dafür ausspricht. Zerbrochener Seraph. Oh, wo hat er denn die Idee her? Sehr kreativ. Oh, jetzt kommt irgendein ultra krasses Ding, oder? Er hat keine Conniving-Action auf jeden Fall. Ach Gott, ey, den mag ich nicht mehr. Irgendwie habe ich den... Irgendwie hat der mich, irgendwie mag ich den nicht. Der ist schon krass eigentlich, oder? Ich meine, der ist billiger als mein Vampir. Einfacher zu casten als mein Vampir. Und man kriegt leichter 1-1 Marken auf ihn als mein Vampir. Wenn ich den Zug überlebe, kann ich mit Lifelink vielleicht noch was rausholen. Mal schauen. Es wird sehr eng, glaube ich. 3, 5. Ist noch nicht lethal. Ist noch nicht lethal. Noch nicht ganz. GG. Jetzt kriegt er 2 Marken. Och Gott, da muss er gutes Spiel sagen. Leider. Na klar. Ich will nicht sagen, dass es klar war, dass diese Art von Spieler gutes Spiel sagt, wenn er selber gewinnt, aber gut. Das war's. Ich weiß, ich hätte noch ihn phasen können, aber lassen wir's. Kriegt er auch wieder eine Marke? Ja. Ich habe halt leider nichts, mit dem ich langfristig was gegen die Flieger machen kann. Es gibt 500 Gold im Shop. Okay. GG sagen, ist nicht toxisch. Dogma muss auch mal gebrochen werden. Ich widerspreche dir. Ich finde, wenn der Spieler, der gewinnt, GG sagt, ist das toxisch. Normalerweise sagt der Spieler, der verliert GG, dann kann der gewinnende Spieler auch noch GG sagen. Ich finde nicht, dass das ein Dogma ist, das gebrochen werden muss. Aber wir können ja durchaus andere Meinungen zu dem Thema haben. Okay, danke. Ich krieg kostenloses Gold, stark. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Mit dem Rücken zur Wand. Oha, das mache ich immer. Ja, ist nicht notwendigerweise ja immer von jeder Person negativ gemeint, aber ich persönlich empfinde das so. Meine ist aber nicht toxisch. Ja, gut. Das ist natürlich schwer zu transportieren in diesem Spiel. Ob man etwas toxisch meint oder nicht. Aber ich persönlich empfinde es schon als toxisch. Aber gut. Florentin, heute wieder schlechte Laune? Wirklich?
Okay, habe ich nicht den Eindruck, aber wenn es so rüberkommt. Eigentlich habe ich gute Laune. Es läuft eigentlich auch ganz okay. vorhin 2 Siege, jetzt haben wir auch schon 2. Ich bin eigentlich zufrieden soweit. Jetzt wegen diesem GG-Ding oder so? Nee, ich meine das ganz generell, dass ich persönlich finde, dass nur die Person, die verliert, GG schreibt. Aber da kann ja jeder unterschiedliche Meinungen dazu haben. Backwards Cheese. Das ist ein guter Name. Macht nicht einen Fehler und legt Käse falsch rum auf euer Brot. Ich glaube, dass jedem mal passiert, du beißt in den Käsebrot und denkst dir, irgendwie ist das... Schmeckt irgendwie falsch rum. Was war das nochmal? Wenn er stirbt, schicke die obersten 2 Karten ins Exil. Bis zum nächsten Endsegment kannst du eine der Karten spielen. Okay. Das ist so die Vorzeige-Maestros-Opferkarte. Ich glaube, es ist natürlich auch die Frage, ich glaube, jedes Spiel hat auch so ein bisschen seine eigenen Konventionen. Ich komme ja eher so aus dem RTS-Bereich und da ist es, glaube ich, wird es allgemein als eher toxisch verstanden, wenn man als Gewinner GG schreibt. Mag sein, dass das Magic hier einfach eine andere Kommunikationskonvention hat. Ist ja möglich. Da muss ich vielleicht dann vielleicht umlernen, weil ich eher aus der RTS-Szene komme. Also beziehungsweise aus Hip-Hop und RTS. Und Hip-Hop ist auch, wenn du beim Rap-Battle sagst, GG, go next. Wenn du gewinnst, ist das eher negativ. Ich würde sagen, ich töte ihn lieber jetzt, weil jetzt die Möglichkeit besteht, dass er kein Mana hat, die Karten zu spielen. War meine Logik. Mit 3 Mana. 3 Mana kann ich kneifen. Ja. Ja, ich nichts hab, was Lebenspunkte bringt, außer die Bühne. Sehe ich jetzt gerade nicht so viel Sinn in der Vampirfliegerin. Na, mal gucken. Geiselnahme. Okay, ich kann aber trotzdem... Ah, jetzt kommen genau die Länder, ey, das ist jetzt blöd. Ich kann aber trotzdem kneifen, um meine Karten zu filtern, ne? Ich muss sagen, aber auf der anderen Seite, wo wir gerade bei diesen toxischen Sachen bei Magic sind, was ich zum Beispiel sehr unhöflich finde, ist, wenn der Gegner jetzt ein riesiges Board hat, greift an, er hat Lethal, definitiv, er gewinnt das Spiel und der andere geht raus, beendet das Spiel. Wo ich sage, klick doch einfach auf keine Blocker, lass dich angreifen, das Spiel ist zu Ende. So dieses kurz bevor das Spiel zu Ende wäre, noch rausgehen, das finde ich unhöflich. Warte mal, wenn er faced, hat er immer noch die Verzauberung dran, ne? Oh, ich verliere hier gerade so ein bisschen den Überblick, leider. Warte mal, ich... Wenn ich ihn blitze, kriege ich dann 2 Marken auf der Fechterin?
glaube schon, oder? Die kriegt 2 Marken auf der Fechterin. Hearthstone ist es ganz oft so, dass dein Gegner Lethal auf dem Board hat, aber dann schön auch alle Handkarten ausspielt, bevor die tötet. Das finde ich toxisch. Absolut, das ist ja keine Frage. Klar, das ist einfach Zeitverschwendung. Nee, das ist klar. Wenn man Lethal hat, soll man auch angreifen, aber dann soll man dem Gegner es auch geben. Das ist ja klar. Das stimmt schon. Bei Magic ist toxisch, wer sich unnötig viel Zeit lässt und hofft, dass der Gegner entnervt rausgeht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das... Also gerade im Limited, glaube ich, passiert das äußerst selten, dass man einfach so rausgeht, weil man ja Edelsteine für Limited zahlen muss. Aber ja, klar. Ja. Oder soll ich mir ein blaues offen halten, falls er jetzt anfängt zu removeln? Ja, ist glaube ich schlauer. Ist glaube ich schlauer. Schwere Entscheidung für unseren Backwards Cheese. So kurz für Lethal will er da die 3 Schaden noch opfern. Naja, er weiß ja selber besser, was er hat. Das ist aber auch sehr riskant von mir gerade gespielt, glaube ich. Nächsten Zug des Beherrschers. Dieses die Zeit runterticken lassen ist ohne Edelsteine-Leder viel vertreten. Okay, gut. Ja, das kann gut sein, deswegen kenne ich das nicht, weil ich ausschließlich Limited spiele und da Leute einfach gewinnen wollen, um nicht die Edelsteine zu spielen. Oder halt, sagen wir mal, nicht verlieren, nicht die Schwelle, ein Spiel verloren zu geben, wesentlich höher ist. Weswegen, glaube ich, die Strategie, den Gegner einfach auszuwarten, nicht sehr viel, gewinnversprechend ist. Hat er irgendwie Lethal? Wahrscheinlich schon, oder ne? Aber man muss sie halt immer tappen, ne? Das heißt, sie kann nicht angreifen. Oh. Das ist bitter. Die ist gut, habe ich gehört. Wow! Und beide kriegen den Token? Beide kriegen eine Marke. Entschuldigung, es heißt Marke. Ah, das sieht aber sehr nach Lethal aus jetzt, ne? Das dürfte Lethal sein. Ah, fuck, ich habe leider keine Zeit mehr. Das zum Beispiel so. Muss er da wirklich rausgehen? Kann er nicht noch die eine Sekunde warten? Ich meine, er muss nicht mal keine Blocker deklarieren, aber gut, was soll er machen? Okay, lass noch ein Spiel spielen, das letzte. Aber 3 Siege, ich bin sehr zufrieden.
Sieht auf jeden Fall gut aus. Aber da, man sollte dem anderen schon einfach seinen Lethal-Angriff lassen. Das ist ja wirklich... Das ist so, wie wenn der Ball in der Luft ist und kurz davor ist, das Tor zu treffen, dann zu sagen, ja, ich gebe auf. Das ist echt... So viel muss man dem anderen dann lassen. Jetzt haben wir endlich mal unsere Krake. Gegen den LSV-Fanboy. Wahrscheinlich ist er mit Louis Scott Vargas gemeint. Ein bekannter Magic-Spieler. Direkt Geiselnahme. Ich finde, man sollte dem Verlierer aber auch sein Aufgeben lassen. Nein, wenn man gewonnen hat, dann darf man auch den Gewinn zu Ende spielen. Meine Meinung auf jeden Fall. Wenn du das Spiel gewinnst, klar, wenn der Verlierer irgendwann aufgeben will, ist ja klar, aber nicht in der Millisekunde, bevor er ohnehin verlieren würde. Das ist ja das Problem. Wenn er sagt, ich gebe auf, darf er natürlich aufgeben. Aber eben nicht in dem Moment. Auch die Krake zusammen mit Fechterin ist eine krasse Kombination. Jetzt. Ah, cool. Er hat die Karte verstanden. Das ist schon mal ein Vorteil. Es gibt auch sehr viele Leute, die diese Karte schlicht nicht verstehen. Weil die Idee ist die: Du kannst die Krake davon abhalten, anzugreifen. Dafür kriegt der Krakenspieler was. Und auch wenn du selber angreifen willst, kannst du die tappen, dafür krieg ich aber was, in Form eines Fisches. Ich werde bezahlt in Fischen. Oh, warte mal. Jetzt haben wir 5 Mana, ne? Jetzt können wir das androhen. Da war jetzt sehr teuer. Aber gut, das kann er jetzt auch nicht jede Runde machen. Und er kassiert 6 Schaden. Ey, aber diese frühe Geiselnahme ist echt fein. Ist eine feine Sache, würde ich sagen. Was war das gerade? Ach so. Das war die Katze. Ja. Er gibt mir keine Fische. Zu Recht. Zu Recht natürlich. Oh, der ist böse. Der ist richtig böse. Ach, schade, dass ich jetzt keinen meiner 3 Mord ziehe oder irgendwas Sinnvolles ziehe und jetzt... Läuft er davon und zieht jede Runde eine Karte. Fuck, ey. Fuck. Ich glaube, das war's. Er zieht jetzt jede Runde eine Karte. Schade.
Mann, ey, ich dachte, es lief echt schön mit der Krake so früh. Ja, die ist so brutal stark, die Karte. Mit Marken! Das habe ich nicht gelesen. Was? Sehr interessant. Ach, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Fuck, Mann! Ich bin abgelenkt. Es ist immer so blöd, das letzte Spiel, weil die Zeit läuft immer weg. Ich muss um 16 Uhr weg. Das sollte man eigentlich nicht machen. Da sollte ich einfach aufhören. Ah, das ist immer nervig. Jetzt kann er zumindest nicht mehr angreifen mit seinem Engel. Und wir warten. Ach, shit. Immer wenn das Erpresserschwergewicht angreift, kann der verteidigende Spieler dich eine Karte ziehen lassen. Okay, er erpresst mich. Okay, verstehe. So vorbei, oder? Das ist schon richtig vorbei, dieses Spiel. Ja, mal schauen. Wenn wir jetzt einfach noch alle drei Mord hintereinander ziehen, kommen wir schon hin. Du zwei oder mehr mehrfarbige bleibende Karten kontrollierst. Das tut er nicht. Ja, ich muss blocken, oder? Erstens hat er irgendwann Doppelschlag und ich kann ihn gar nicht mehr blocken. Ach, Leute, komm. Ach. Ach, Leute, sorry. Alles falsch jetzt. Zeigt man soll. Ich wusste, dass ich es gleich machen will. Er dachte, nee, lieber Spontanzauber immer so spät, wie es geht. Und das war genau falsch. Aber so ist es.
taugt Magic the Gathering was? Ich spiele es sehr gerne, ja. Ich habe auch Bock, das bisschen so offstream zu spielen. Ansonsten habe ich, glaube ich, oft das Set eigentlich nur im Stream gespielt. Aber hier? Das hat das gar nicht geklappt, dass der nicht. Achso, er hat es wieder ausgespielt, okay. GG, okay. Sorry, dass es jetzt so gehetzt war, aber ich habe leider einen Anschlusstermin. Ich dachte nicht, dass das, dass wir so lange im Spiel bleiben, aber immerhin. Lief okay. 3-3 finde ich ist völlig in Ordnung. Für meine Verhältnisse ist das super. Von daher, ja, das war der erste echte Draft nach Sealed. Es ist schon anstrengend. Also ich glaube, da wird es bestimmt jeden zweiten Versuch bei mir einfach komplett gegen die Wand fahren, einfach weil ich dich die Mana-Base einfach verhaue. Aber das gehört dazu. So, das ist jetzt so ein bisschen das Set, wo wir drei Farben lernen können. Und ich habe Bock drauf. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns heute um 18 Uhr nochmal zum großen Kochstream. Zusammen mit Nils und heute Abend natürlich Tor nach Carcosa Teil 2, Teil 2. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich sehr. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin einen schönen Tag. Und schick euch mal schön rüber zu Krogi. Wie mache ich das jetzt? Und da wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst da einen schönen Gruß da. Ansonsten sehen wir uns natürlich nächste Woche wieder zu Magic. Haut rein. Haut rein, habt einen schönen Tag. Und ansonsten heute kommt auch noch das VOD von dem Namen des Chats 2 auf Rocket Beans TV online. Haltet da die Augen offen, falls ihr das gestern nicht gesehen habt. Und wie gesagt, nächste Woche schaut auf den Streamplan. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder für Magic. Haut rein, macht's gut, ciao.